Moin, herzlich willkommen zurück. Eine weitere Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Mark Vierfach Map 1.6 ohne Gräben. Wir sind in den letzten Zügen der Ernte, sprich hier dieses Zuckerrübenfeld noch eben abernten. Und was wir auch noch machen müssen, ist gleich das Maishäckseln. Das läuft autonom, das läuft jetzt auch wirklich, ich will nicht zu viel sagen, aber läuft gut, finde ich. Ja, ich weiß, ich lasse hier was stehen. Dafür bin ich jetzt hier einen relativ geraden Kurs gefahren. Ich will nicht so viel Zickzack fahren, da habe ich keinen Bock drauf. Und, das Maishäckseln läuft jetzt ganz gut. Ich habe jetzt also gute Einstellungen gefunden, die ich mir unbedingt fürs nächste Mal merken muss. Und auch wenn ich irgendwann zwischendurch mal so auf dem Trip war, dass, dass das Maishäckseln vielleicht dann doch nichts für mich ist, muss ich revidieren. Also jetzt so mit den Einstellungen könnte ich mir das glatt vorstellen, das nochmal zu machen. Hinter mir hergefahren. Wie fürsorglich, das ist doch nett. Dieses Querfahren ist das auch gar nicht mehr so wild. Das Feld haben wir hoffentlich in dieser Folge weg. Wie es mit dem Häckseln ist, kann ich im Moment gar nicht sagen. Ich guck gleich mal nach. Es ist ja auch so, dass ich jetzt meinen Abfahrer hier gar nicht mehr, also meinen Heumer gar nicht mehr ganz leer kriege mit dem Abfahrer. So, jetzt kann ich wieder schräg fahren, wenn ich will. Es wird jetzt rapide weniger. Nur nochmal zur Erklärung, ich hatte gestern, also für die Folge gestern, eine neue Aufnahmesession gestartet und habe einfach das Problem, dass ich was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Achso, ich habe einfach vergessen, den Cosplay-Kurs hier für den Heumer zu speichern und stand dann bei Beginn der Session irgendwo mittendrin und hatte dann keine Muße da irgendwie zu versuchen, einen neuen Kurs zu generieren. Und hab gesagt, dann ernte ich den Rest des Feldes eben von Hand ab. Sozusagen. Und da bin ich jetzt gerade bei. Wie es denn beim Häckseln läuft. Ja, guckt, wie schnell das jetzt hier weniger wird. Also mein
Abfahrer ist bestimmt schon wieder auf dem Weg, oder? Der ist bestimmt noch auf 60% eingestellt, oder wo ist der eingestellt, wann er abfahren soll? Ja, er wendet auf jeden Fall scheinbar. Da kommt er. Und ist auf Kollisionskurs. Ne, doch nicht. Da fehlt nicht viel. Ja, super. Ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Fahrer fährt ab. Er fährt ab. Hat das nicht Andreas Burani mal gesungen? Ach nee. War so ähnlich, ne? Ja, das ist diese Folge. Ja, doch. Ich glaube, diese Folge ist das Feld fertig. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Da habe ich natürlich keinen Überblick, wie weit die sind. Die müssen aber auch schon recht weit sein. Diese Folge, spätestens morgen, am Donnerstag, müssten sie eigentlich fertig sein. So, dann können wir am Wochenende spätestens anfangen auszusäen. Ja, ich weiß, dass der Klaas aufgetankt werden sollte. Das ist noch gar nicht so schlimm mit der Fülle hier. Von drinnen fahren. Wofür haben wir dieses tolle Ding? Dieses Head-Tracking-Device. Oh! Das war vielleicht etwas zu schnell. So. Okay, wir gucken mal nach. Ja, guck mal, auf Feld 9 ist nur noch ein kleiner Rest. Das ist auch bald abgearbeitet. Was ich jetzt eben mache, weil ich nicht weiß, wie viel der noch der 800er hat, sage ich ihm jetzt eben, er soll, die Helfer sollen Sprit kaufen. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier beim Aufschieben läuft. Ja. Mach doch einen netten kleinen Haufen. Auch wenn er das immer wieder nach oben zieht. Das ist mir jetzt mal völlig egal. Wer macht das schon hier? Das sieht schon gut aus.
Ja, 5 Bahnen und diese noch oder so, würde ich sagen. So in etwa. Das war jetzt mein Fehler, ich habe aus Versehen nochmal H gedrückt, das wollte ich natürlich nicht. So, mein Terrados wird auch gerade entladen. Das ist doch schön. Und ich bin hier gleich fertig mit dem Rübenroden. Schaffen wir es in dieser Folge noch? Ich muss gucken, wie weit ich die Folge ausdehne. Gucken wir, ob wir in den nächsten 3 Minuten noch schaffen. Oder nicht. Tavario hat durchdrehende Reifen. Na denn. Muss ich da ja gleich mal gucken gehen. Aber erst wenn der hier voll ist. Erst wenn der hier voll ist, dann gehe ich da. Jetzt bin ich mir auch doch ziemlich sicher. Ja, wobei eigentlich hätten wir nur noch eine Minute. Wenn ich meine 15 Minuten einhalten möchte pro Folge, was ich ja eigentlich nie schaffe, es sei denn, es geht mal irgendwas schief. Ansonsten bin ich immer länger als 15 Minuten, meist irgendwo so 18 bis 22, manchmal auch noch länger. Jetzt mal wieder gerade hier. Wenn der MB-Trank nicht durch die Frucht fahren muss. Ah, okay. Also ich
habe es nicht in 15 Minuten geschafft, aber ihr seht, das ist noch eine Bahn, die ich hier fahren muss. Mehr nicht. Damit sind wir also dann bald fertig. Also gleich. Und dann kümmere ich mich noch um den 900er Vario. Da hinten in der Ecke, da war noch so viel, das hole ich mir noch. Und dann war es das hier für das Feld. Ein bisschen Gas geben. Also diese paar Krügen da am Wegesrand, die lasse ich jetzt mal liegen. Dann doch vielleicht noch recht viel, wobei das hier war jetzt. Ich dachte, da wären jetzt auch noch Rüben, aber sind gar nicht. Was jetzt, wenn ich das einklappe? Wieso waren wir so weit ausgefahren? Ist ja auch egal. So. Abfahrer rufen. So, der Abfahrer kommt. Der 900er Vario hier hat. Wieso der durchdrehende Reifen hat. Ach. Hätte ich gar nichts machen brauchen. Na, das ist ja toll. So, hier ist unser Abfahrer. Der die Rüben abfährt. Leer kriegt, ja, sollte aber. Der hat noch 20% Platz, der andere ist zu 20% gefüllt, das heißt, der hier wird dann noch 10% Luft haben ungefähr. Das funktioniert dann. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo. Ihr seht, Feld 9 ist auch morgen in der nächsten Folge geerntet. Und wir sind soweit safe, wir haben alles abgeerntet. Wir können uns dann auch mal angucken, was wir dann vielleicht noch für Felder uns kaufen. Okay, jetzt hat keiner Raps angesehen. L3 ist mit Sonnenblumen. Wie ist da der? Ah, Feld 3. Vielleicht kaufen wir Feld 3. So, ich sag auf jeden Fall mal, ciao.